Unser Körper möchte nicht in einer Wettkampfdiät sein. Hormone und Cortisol, Medikamenten, stark manipulieren. Ich werde sie dazu zwingen, mit Yoga anzufangen, wo sitzen, Käffchen trinken, lange schlafen, häufig schlafen. Willkommen zum heute dritten und letzten Video zu Larrys Wettkampfvorbereitung, heute zum Thema Recovery. Wer Videos 2 und 1 noch nicht gesehen hat, Thema Training, Thema Ernährung. Ganz, ganz wichtig, wenn euch das Video gefällt, bitte lasst einen Daumen oben da, schreibt das in die Kommentare, wenn euch das interessiert. Heute Thema Recovery. Larry ist ein sehr ambitionierter Athlet in Gendern. Sprich, sie macht gerne viel, sie trainiert gerne hart, sie macht gerne mehr als notwendig ist und das greift unweigerlich mit in die Recovery ein. Bedeutet, ich glaube ganz ehrlich, dass Recovery eins der größten Bausteine für mich und Larry in dieser Vorbereitung wird. Ganz einfach, weil sie weiß, wie man isst, sie weiß, wie man trainiert. Ich muss sie in gewisser Weise in einen goldenen Käfig sperren, dass sie sich nicht kaputt trainiert oder kaputt diätet. Wie gesagt, sie hat alle Vorgaben, alle Pläne werden auf sie angepasst. Und dennoch, bin ich mir sicher, wird sie verkopft sein und denken, sie muss mehr machen, sie muss schneller sein, sie muss stärker sein und, und. Thema Recovery. Wir haben hier Recovery Volume. Sprich, brechen wir es mal runter auf Schlaf. Wie lange schläft sie? Recovery Style. Welche Art von Recovery? Es gibt Sauna, es gibt Eisbäder, es gibt Schlafen, es gibt Gottes Willen Massagen, Yoga, Entspannungstechniken. Da gibt es eine ganze Riesenpalette voll. Und die Frequency. Ja, Wettkampfathleten oder hauptberufliche Wettkampfathleten können 1, 2, 3, 4 Mal am Tag schlafen, weil sie tatsächlich nur das tun. In gewisser Weise ist jeder so ein bisschen selbstständig, ob das jetzt Social Media ist, ob das jetzt eigene Diäten, Wettkampfvorbereitungen als Coach ist. Dennoch kann sie sich ihren Tag gut selbst einplanen, was mir natürlich einen relativ großen Spielraum gibt. Zum aktuellen Zeitpunkt, das weiß ich von ihr, war ihr Schlaf 4 bis 6 Stunden. 4 bis 6 Stunden sollte allgemein bekannt sein, ist zwangsläufig nicht ausreichend bei Mangelernährung, ich spreche mal von Mangelernährung im Thema Diät, nicht ausreichend bei hochfrequentiertem, hochintensivem oder hochvolumigem Training. Also ich glaube, da ist sich jeder einig. Bedeutet, die allererste Stellschraube, an der wir arbeiten müssen, ist, Schlaf muss besser werden, und zwar Schlafvolume. In der ersten Diätphase, wir haben das in gewisse Blöcke eingeteilt, ist es wichtig, dass sie Gewicht verliert. Wie kommt ein Gewichtsverlust zustande? Natürlich ist weniger, als du verbrauchst. Grundregel Nummer 1. Ordentliches Training und so weiter, das wissen wir alles. Aber es gibt noch andere hormonelle Schwierigkeiten oder Hürden zu meistern. Und die spielen sich hauptsächlich hier ab, weshalb das Thema unheimlich komplex und unheimlich groß ist. Um es mal ganz kurz runterzubrechen. Im Prinzip steht und fällt alles mit dem sogenannten Stresshormon, dem Cortisol. Und das wird abgebaut, ratet mal, ja, beim Schlaf oder bei Entspannung. Wir bauen Cortisol auf und das ist auch gut so, im Training, in stressigen Situationen, denn Cortisol sorgt dafür, dass Energie bereitgestellt wird. Wenn wir aber in einem sehr hohen Level von Cortisol laufen, und das wird im Laufe der Diät passieren, hindert Cortisol uns daran, effektiv Gewicht oder vor allem Körperfett zu verlieren. Bedeutet, wir müssen eine sehr, sehr gute Waage halten zwischen hochintensivem Cardio, Training, dem Essen, der Mangelernährung und der Recovery. Auf jeden Fall Punkt Nummer 1, Schlaf muss verbessert werden. Der Style ist relativ unkompliziert. Am Anfang will ich da gar keine Experimente machen. Sie geht mit den Hunden spazieren, das bringt sie runter. Da kenne ich sie ganz gut. Thema Schlaf, Massagen wird sie auch regelmäßig machen. Das müssen jetzt keine expliziten Entspannungsmassagen sein, aber ich glaube, es ist einfach gut, wenn man sich mal eine Stunde für sich nimmt, massiert zu werden oder mal beim Friseur zu sein. Ja, tatsächlich, das gehört für manche auch dazu. Frequency bleibt bei einmal schlafen, eine Massage die Woche, also relativ simpel. Kommen wir zur nächsten Maintain-Phase. Und das hier ist relativ wichtig, denn hier wollen wir ganz speziell Muskeln aufbauen. Wir haben das Essen angepasst, das Training angepasst, Intensität erhöht. Bedeutet, wir müssen auch schauen, dass wir nicht high in Cortisol rennen, also nicht massiv zu viel Stress aufbauen.
Und zwar wird Ihr Schlaf definitiv besser werden und oder sogar mit einem Mittagsschläfchen. Das kann eine halbe Stunde oder eine Stunde nach dem Training sein. Das heißt, das Volume geht hoch, Style bleibt ungefähr gleich, keine Experimente und Frequency steigt. Sie wird wahrscheinlich, wie gesagt, einen kleinen Mittagsschlaf machen, vielleicht abends von mir aus eine Runde entspannen, ob das jetzt eine Badewanne ist oder was auch immer. Das muss einfach nach oben. Gefolgt von der nächsten Phase, und zwar der richtigen Wettkampf-Diätphase. In der Phase, in der Diätphase, die maßgeblich für die Diät wohl am wichtigsten ist, wird Recovery mit der größte Aspekt sein. Wie gesagt, Larry ist nicht unbedingt der entspannteste Mensch, was den Kopf anbetrifft. Und ja, der Kopf macht an der Stelle einen sehr, sehr großen Faktor, ob es glaubt oder nicht. Es gibt alle Parameter, die man sehr gut planen kann. Die Psyche kann man nicht planen. Wie gesagt, jeder von uns, egal wie erfolgreich, wie toll, wie fancy, wie geil das Leben zu sein scheint, jeder hat scheiß beschissene Tage. Das geht mir so, das geht Larry so, das geht jedem so. Und die müssen wir unweigerlich mit der Recovery auffangen. Und da gibt es ganz viele Variablen. Wenn sie sagt, Mike, ich fühle mich schlecht, ich kann kaum mehr schlafen, meine Intensität im Training geht runter, das sind Faktoren von, nennen wir es mal, Übertraining, das ist so der allgemeine Begriff. Und da werden wir einschreiten. Das heißt, infolgedessen werden wir natürlich das Trainingsvolumen oder die Intensität etwas nach unten anpassen, ist klar. Aber ganz deutlich, Recovery Volume, Style und Free, eine wunderschöne Schrift habe ich, Frequency, also wie häufig sie das macht, werden wir stark manipulieren. Sprich, ich werde sie dazu zwingen, länger zu schlafen. Ich werde sie dazu zwingen, häufiger zu schlafen. Ich werde sie dazu zwingen, den Style der Recovery anzupassen, häufiger Massagen zu machen, mit Yoga anzufangen. Und verurteilt mich nicht, aber Atemübungen sind Gold wert. Ich erzähle euch kurz warum. Bei Atemübungen gibt es genau eine einzige Sache, auf die man sich konzentriert. Und das muss man wirklich intensiv tun. Man denkt nicht an die Arbeit, an das Essen, ans Training, sondern man konzentriert sich 100% auf die Atmung. Das könnt ihr selbst ausprobieren. Ihr zählt die Sekunden beim Einatmen und ihr zählt die Sekunden beim Ausatmen. Ihr werdet merken, nach 2, 3, 4, 5 Minuten werdet ihr euch ausschließlich auf das konzentrieren. Alle anderen Probleme verschwimmen so ein bisschen im Hintergrund. Und das machen wir uns zu Nutzen. Das heißt, Volume wird hoch, Style, kommen einige Dinge dazu, Epsom-Bäder, Salzbäder, ein Tag entspannen im Spa, einen schönen entspannten Spaziergang, und zwar, ich meine, einen Spaziergang, keine Schritte sammeln, keinen Cardio-Spaziergang, sondern mit ihrem Freund zusammen, mit ihrem Mann, ganz entspannt irgendwo am Ufer entlang laufen, entspannen, wo sitzen, Käffchen trinken, wirklich entspannende Dinge. Und die Frequency natürlich auch nach oben. Das heißt, die Häufigkeit. Häufiger schlafen, häufigere Spaziergänge, häufiger dies, häufiger das. Diese Sachen runden dieses ganze Thema unglaublich ab. Deswegen ist es so unglaublich schwierig. Und ich glaube auch einer der komplexesten Dinge, denn man kann sie nicht planen. Auch Larry wird sie nicht planen können. Sie kann nicht sagen, Mike, morgen fühle ich mich schlecht, ich brauche das. Das wird sie am Tag selbst entscheiden, okay, ey, Mike, das Training war scheiße, meine letzte Nacht war schlecht, und dann kann man Dinge verändern. Kleine Side Note dazu. Unser Körper möchte nicht in einer Wettkampfdiät sein. Das heißt, er wird irgendwann anfangen, extra schnell in diese Phasen zu rutschen, wo es zu viel wird, um Recovery auszulösen. Das sprich, also wenn wir unseren Körper darauf trainieren, ich fühle mich schlecht, deswegen kann ich mehr ausruhen, da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht reinrutschen. Da muss Larry sich sehr, sehr unter Kontrolle haben. Das ist auch eine Sache, weshalb ich sage, ein Tag später wird recovered. Wenn der Körper das Signal gibt, heute war es zu viel, dann heißt es nicht, dass du heute nicht ins Training gehst. Du bewegst deinen Arsch trotzdem ins Gym, du machst dein Training trotzdem, und der Tag danach ist der geplante. Wir brauchen nicht Signal auf Reaktion. Also, oh, ich fühle mich schlecht, heute gehe ich nicht ins Gym. Nein, gibt's nicht. Wir haben Dinge zu erfüllen und Wochen abzuarbeiten. Also das muss ganz klar strukturiert und zeitgleich doch flexibel sein. Kommen wir hier zur Pre-Wettkampfphase, die 2 Wochen, bevor es dann wirklich zum Wettkampf geht. Und hier habe ich gesagt, Video Nummer 2, Workout, Cardio, Intensität, Volume runter, Essen
relativ niedrig in einer Deload-Refill-Phase und hier ganz klar im Fokus. Wenn ich es in prozentualen Sachen aufteilen müsste, ist das 20% Essen. Hier machen wir eine 20, eine schöne. Zack, 20%. Hier Training 10% und 70% Recovery. Hier. Wir müssen hier wirklich schauen, dass wir eine gute Waage halten zwischen intensivem Training, was notwendig ist, um diese Form zu halten, aber auch zeitgleich dem Körper so viel Regeneration zu gönnen, wie notwendig, um mit einem guten, relaxten Körper, einem ausgeruhten Körper zum Wettkampf zu gehen. Wieso ist das so wichtig? Wir haben die ganze Zeit so ein bisschen über Wasser gesprochen und Hormone und Cortisol. Das kann uns hier um die Ohren fliegen. Das ist der heißeste Part mit der Peak Week natürlich zusammen, wo wir wirklich darauf achten müssen, dass wir Wasser so weit wie möglich drücken. Und ich rede hier nicht von Medikamenten, ich rede hier von Erholung. Je besser wir erholt sind, desto weniger Wasser werden wir halten, desto besser funktioniert Fettverbrennung, desto besser funktioniert alles. Ihr Training ist natürlich effektiver, Ihr Cardio ist effektiver und wenn Sie sich nicht stresst, Gottes Willen, ist die Diät auch um einiges angenehmer. Sprich, hier geht es tatsächlich darum, lange schlafen, häufig schlafen, verschiedene Techniken anwenden. Da geht es wirklich darum, auch mal einmal die Woche beim Friseur 1,5 Stunden zu chillen, sich die Nägel mal machen zu lassen. Das ist so Frauenkram, ich komme damit noch nicht ganz klar, aber ne, die können dabei entspannen, alles cool. Gefolgt von der Peak Week. Und Training absolut zu vernachlässigen. Wie gesagt, es geht hier nochmal darum, was zu machen, den Körper in Schwung zu halten. Essen kennen wir alles schon aus den vorherigen Deload- und Refill-Wochen. Selbes Schema, Refill, Deload und Refill. Hier wird gechillt. Sie hat stressig genug, wenn sie auf Wettkämpfe fliegen muss. Ein anderes Zuhause, ein anderes Bett. Ich denke nicht, dass sie sich einen Tag vor der Meisterschaft nochmal eine Massage gönnt. Sie wird sich die Haare machen lassen, der ganze Kram. Aber sie wird wirklich lange schlafen müssen. Sie wird lernen müssen, sich zu entspannen. Und das hier ist alles kalkulierbar. Das Essen, das Training, das ist alles in gewissen Zahlen, Daten und Fakten geschrieben und sitzt. Das wird immer variabel bleiben. Also müssen wir hier ganz deutlich darauf aufpassen, dass sie hier nicht in den roten Bereich rennt, sondern eher wirklich in den entspannten Flow kommt. So Leute, das war's jetzt mit den 3 Videos. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, lasst gerne bitte einen Daumen oben da, wenn ihr Bock auf ein Coaching habt. Schreibt mir auf Instagram, schreibt mir eine Mail, was auch immer. Ich hoffe, dass die Diät mit Larry gut funktioniert. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten und wie gesagt, ich hoffe, das hat man hier einigermaßen nachvollziehen können. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und bis bald, euer Mike.